Hallöchen, hallo ihr Lieben da draußen an den Bildschirmen. Hier ist wieder Newcomer TV live aus der Musikhalle Portstraße an den Füßen des Taunus, kleines Städtchen gelegen namens Oberursel. Und wir sind hier schon seit vielen, vielen Jahren in der Musikhalle Portstraße. Willkommen zur zweiten Newcomer TV Nacht hier in diesen geweihten Hallen. Und bei mir eine wunderbare Band aus dem Rodgau, die es, ja, ich würde jetzt einfach mal sagen, ungefähr seit 2016 gibt, und zwar Bird's View. Und neben mir sehen wir Nico, Alex, Benny und Steven. Und hallo Nico, wie geht's dir? Mir geht's ganz gut. Und bei dir? Ja, ich bin total aufgeregt, euch heute zu sehen hier, weil viele Menschen sprechen von euch. Also immer wenn ich sage, Bird's View spielen auf der Newcomer TV-Nacht, dann sagen die, wow, die geile Band, irgendwie sehr authentischer Stoner. Wie kommt das, dass ihr im Rodgau so diese Stoner, diese Acid-Rock-Roots, was ja eigentlich was typisches Amerikanisches ist für mich, dass ihr das irgendwie so in den Genen habt? Ist irgendjemand von euch verwandt? Hat irgendjemand von euch einen verwandten Onkel in Mexiko oder in Texas? Oder wie sieht das aus? Nee, eigentlich nicht. Also ich habe so die musikalischen Einflüsse von meinem Vater und später dann auch einfach selbst viel gehört und irgendwie dahin gelangt und ja, sich einfach die Bands gezeigt, die wir geil fanden, und es ist immer mehr in die Richtung gegangen und dann haben wir gejammt. So, hey, wir haben Bock auf die Mucke. Und das heißt, du kommst aus einer Musikerfamilie? Also, ja, kann man so sagen. Erfolgreicher Vater. Ja. So, was spielt er? Der spielt Gitarre. Ja, genau. Und wie habt ihr euch hier kennengelernt? Also, sind das alles Freunde? Seid ihr im Kindergarten miteinander groß geworden im Rodgau? Oder wie kann man sich das vorstellen? Also, Steven, Benny und ich haben früher zusammen in der Coverband gespielt. Und Alex haben wir damals kennengelernt auf einem Gig, wo wir mit einer anderen Band von ihm zusammengespielt haben. Und ja, also wir haben uns dort kennengelernt und haben uns super gut verstanden und haben halt gemeint, hey, lass uns doch mal jammen, eigene Musik machen, nicht mehr covern. Wie sieht denn so der Bandalltag bei euch aus? Ich meine, du bist der Sänger und Gitarrist von dieser Band, also von Bird's View. Du schreibst auch die Texte? Das ist immer unterschiedlich. Also Benny schreibt auch viel die Texte und ich auch. Hälfte, Hälfte, immer so. Okay, Benny, also weil ich liebe Textschreiber, worum geht's bei euch? Auch um Stoned sein, um Peyote zu nehmen oder Mescalin, Castaneda lesen, oder was thematisiert ihr in euren Texten? Ehrlich gesagt geht's weniger um Drogen. Ich glaube, wir haben in unseren Proben noch nie irgendwann mal ein Bier getrunken oder sowas. Also nach den Proben vielleicht mal, aber währenddessen machen wir eigentlich Musik. In Fisch zum Beispiel kann man vielleicht ein bisschen raushören, geht es ein bisschen um Vergewaltigung, also mehr aus der Perspektive des, es ist ziemlich die Perspektive des Vergewaltigers. In Kimono, das hört man wahrscheinlich nicht so raus, weil der Text sehr wirr ist, geht es um die Kluft zwischen Arm und Reich in asiatischen Ländern und wie sich das äußert. Das hört man, glaube ich, auch, weiß nicht, ich glaube, das muss man erklären, das hört man so einfach gar nicht. Ansonsten in Sloth geht es, glaube ich, um ein überfahrenes Faultier. Ja, also eine gute Story gibt es dazu. Also wir waren im Wackencamp und ich weiß gar nicht, nachts saßen wir dann irgendwann nachts zusammen und ich habe irgendwie auf dem Handy so eine Doku gesehen, wie oft Faultiere in Costa Rica immer überfahren werden, und dann habe ich halt so den Text über, was man halt von irgendeinem Faultier Abschied nimmt. Weil es immer die Bewohner halt immer wieder Faultiere von der Straße holen. Ja. Ja. Interessant, also lustige Geschichte. Wie ist denn das? Dokus. Ja. Auf jeden Fall, Inspiration kann ich mir vorstellen, dass das, wie ist das denn, sprecht ihr denn, wenn ihr einen Text habt und einen Song macht, sprecht ihr über den Text oder ist die Musik zuerst da, ist der Text zuerst da, wie komponiert ihr, wie entstehen bei euch die Songs? Also auf jeden Fall ist erstmal die Musik da, also wir setzen uns meistens alle zusammen, einer hat eine Riff-Idee oder irgendeinen Beat und dann jammen wir eigentlich, also total oldschool, das ist nicht so, dass irgendwie einer den ganzen Song fertig schreibt und kommt in die Probe, ey, Alter, spiel das. Also wir jammen viel und bringen alle unsere Noten so ein. Ich habe ja schon ein Interview heute hinter mir mit Super Use. Das sind so, ja, eigentlich alles so Legenden aus der Rhein-Main-Szene, die ganzen Musiker. Und denen habe ich ja auch die Frage gestellt, weil das interessiert mich auch persönlich. Ich komme ja aus einer Zeit, wo
eine Band alles war. Das war wie eine Family. Also du warst in dieser Band und du warst mit der Band verheiratet und du hast nichts anderes gemacht. Man hat irgendwie sich im Tourbus durch die kleinen Clubs gequält, aber es gab nur die Band. Und wenn einer ausgestiegen ist, hat sich die Band in der Regel aufgelöst. Heute sieht Musik machen eigentlich in der jungen Generation, in eurer Generation schon ein bisschen anders aus. Auf jeden Fall, ja. Also wir haben nicht nur die eine Band, also wir spielen fast alle auch noch in anderen Bands. Also er zum Beispiel hat wie viel noch? Zwei andere Bands? Zwei andere. Ja. Und, also wie, ich schaue dich an, ich würde sagen Death Metal und Free Jazz. Nee, gar nicht. Ich habe noch eine Melodic Hardcore Band, die kennst du wahrscheinlich auch, Shattered Lines. Da haben wir, vor zwei Jahren auf dem Museumssuchenfest gespielt. Und dann noch eine, nennen wir es, also wir haben es eine Zeit lang Oriental Grunge genannt, die Band heißt 120 Minds. Das ist sehr viel orientalische Einflüsse, Psychedelic. Der so Schlangenbeschwörer und so geile Musik, wo man die Hüften kreisen lassen kann, sowas in der Richtung. Ja, in etwa. Bei dir ist es so, auf der einen Seite bist du der Frontmann von dieser Band, ihr macht so Stoner, Desert Rock im weitesten Sinne und dann spielst du aber auch in einer total smoothen Jazzband, habe ich euch gesehen, da im Maximal in Rottgau, ein geiler Laden. Wirst du da nicht manchmal ein bisschen verwirrt im Kopf bei den ganz unterschiedlichen Musikarten? Also verwirrt kann man es, glaube ich, so nicht nennen. Es ist eher so ein Ausgleich. Also man macht 50% die Sache und die anderen 50% macht man halt was ganz anderes. Einfach so diese Abwechslung, musikalische Abwechslung. Ihr habt jetzt eine EP rausgebracht. Das ist im Grunde genommen ist es euer erster Tonträger. Ja. Und ich meine, ihr habt ihn alles selbst bezahlt, das heißt, ihr seid irgendwie, habt Straßenmusik gemacht, habt Zeitungen ausgetragen, Taxi gefahren oder wie habt ihr das finanziert? Also durch Gigs auf der einen Seite und natürlich halt auch viel von unseren eigenen Mitteln reingesteckt. Wir wollten halt unbedingt einfach mal eine Platte haben, unbedingt mal was Kreatives schaffen und unbedingt einfach mal was rausbringen. Also es ist nicht so wie das Klischee, also wenn man euch anguckt, ihr seid sehr jung, dann viele vermuten, die haben irgendwie Mittelstandseltern, die das alles finanzieren, also so ist es nicht. Also wir haben auf jeden Fall Unterstützung von unseren Eltern dabei bekommen, aber haben halt versucht, uns selber da so viel wie möglich reinzubringen. Ist eine Plattenfirma oder ein Labelvertrag, ist das für euch wichtig? Wäre das irgendein Ziel oder wollt ihr eh alles selber machen? Ich glaube, so dieser Indie-Weg, das alles selber zu machen, ist schon als Option heutzutage da, mit den ganzen Streaming-Plattformen und online. Also es ist viel einfacher heutzutage da was zu machen als damals. Damals brauchte man ja immer noch ein Label. Ich meine, ich habe jetzt schon zwei von euch kennengelernt, die Texte machen. Was ist dein Job? Bist du am Telefon und machst das Booking? Nein, das definitiv nicht. Nein, mein Job, schwierige Sache. Oder siehst du einfach nur gut aus? Ach ja, danke. Nein, also ich, genau wie jeder andere hier in der Band, versuche ich mich so viel wie möglich beim Songwriting mit einzubringen. Das ist halt so eine schöne Balance zwischen all unseren Einflüssen da ist, weil das macht unsere Musik aus. Nico, wer macht denn jetzt von euch das Booking oder machst du das auch noch? Also das läuft eigentlich meistens, also der in Kontakt so zu den Veranstaltern hat meistens Benny. Also der ist da so, glaube ich, am aufgeräumtesten. Aber wir machen halt, wir gucken uns um, wo kann man sich bewerben. Also bei Festivals kommt man ja heutzutage eigentlich nur noch durch Bewerbungen rein. Also da kommt kein Festival auf dich zu und fragt dich an, willst du bei uns spielen? Also du musst wirklich echt irgendwie präsent sein und die Leute anschreiben. Und da haut eigentlich jeder von uns eigentlich Anfragen raus. Was sind die Ziele in diesem Jahr? Bleiben wir einfach mal bei diesem Jahr. Gibt es ein paar Festivals, wo ihr mit Bird's View spielt? Oder konzentriert ihr euch auf ein neues Album irgendwie und die Live-Aktivitäten überlasst ihr euren anderen Projekten? Wie sieht's aus 2019 für euch? Also wir spielen jetzt im Sommer eigentlich, wir spielen ein paar Festivals. Also wir spielen am 18.05. bei Rock den Acker, also das in Niederau, ist ein super Ding. Also da sind wir auch reingekommen durch eine Bewerbung. Wir haben uns letztes Jahr schon beworben, aber dann war es dann auch irgendwie zu spät.
Und diesmal haben wir es gepackt, die finden unsere Musik super und da freuen wir uns auf jeden Fall drauf. Ja. Und dann am 27.06., das ist drei Tage nach meinem Geburtstag, auf dem Kultursommer in Heusenstamm. Was ist das? Ist das auch so ein härteres, psychedelisches Hippie-Fest oder was ist das für ein Festival? Auf jeden Fall ist es kein härteres, psychedelisches Hippie-Fest. Es ist von der Stadt und ja, da sind wir auch durch Kontakte reingekommen und wurden dort vorgeschlagen. Und wir sind auch sehr gespannt, wie wir da so ankommen. Ihr habt ja auch so leichte politische Aktivitäten. Also ihr habt ja schon mal als Bird View auch auf so einem Benefit für eine gute Sache gespielt. Was ist daraus geworden? Also wir haben im Dezember 2018 haben wir zusammen mit den Monotones, mit Lars Jeton und noch ein paar super anderen Bands, haben wir im Bürgerhaus bei uns in Rottgau gespielt. Und das war eine Sache, eigentlich war es so auf den Vorfall mit Chemnitz so bezogen und einfach so zu zeigen, hey, wir sind offen, wir sind mehr. Ja, genau. Ja, genau das, dieses Thema halt, also dass wir wirklich einfach zeigen, hey, wir helfen Leuten, die wirklich auf diese Hilfe angewiesen sind. Ist das schwer für euch, euch da zu positionieren? Ist euch das eher lästig? Macht ihr eigentlich lieber Musik anstatt, wie man so schön sagt, euch politisch zu äußern? Oder wart ihr euch da alle einig und würdet das auch wieder machen? Also da waren wir uns alle einig und würden es auch sofort wieder machen. Ja. Ich habe vorhin auch gefragt, Fernsehen hat man ja nicht jeden Tag. Habt ihr euch irgendwie was Spezielles für heute vorgenommen, so mit Dancing Girls, irgendwie so, die an der Stange tanzen und irgendwie gemeinsames Huga rauchen oder so? Oder was läuft heute bei euch showmäßig? Ja, also wir haben auf jeden Fall so Choreografien eigentlich studiert. So. Wir kommen auch so in Glitzeranzügen auf die Bühne. Nackte Oberkörper? Ja, vielleicht, ja, mal gucken. Nee, eigentlich wollen wir einfach genau die Live-Show, die wir auch sonst immer abziehen, einfach heute auf Kamera einfangen. Also einfach genau das echte Bild wie sonst auch. Alles klar, dann, liebe Leute da draußen, Birdstew jetzt heute total nach diesem Interview und vor allen Dingen nach dem, was sie uns alle erzählt haben über ihre privatesten Seiten. Sie sind jetzt am Start und sie werden euch richtig einheizen. Ein Riesenapplaus von euch da draußen an den Bildschirmen für Birdstew.